aber er freute sich gar nicht. Er wuchs und wuchs. Winter und Sommer grünte er, dunkelgrün war er. Leute, die ihn sahen, sagten, das ist ein hübscher Baum. Und um die Weihnachtszeit wurde er als erster von allen gefällt. Die Axt hieb tief durch das Mark. Der Baum stürzte mit Ächzen zu Boden. Er spürte einen Schmerz, eine Kraftlosigkeit. Er konnte gar nicht an irgendein Glück denken. Er war so betrübt, sich von der Heimat trennen zu müssen, von dem Fleck, wo er aufgewachsen war. Er wusste ja, er sah die lieben alten Gefährten, die kleinen Büsche und Blumen ringsum. Niemals wieder. Vielleicht nicht einmal die Vögel. Der Aufbruch war gar nicht so angenehm. Der Baum kam erst wieder zu sich, als er auf dem Hofe zusammen mit den anderen Bäumen abgeladen wurde und einen Mann sagen hörte, der ist prächtig. Wir brauchen keinen weiter als nur diesen. Nun kamen zwei Diener in vollem Putz und trugen den Tannenbaum in einen großen, schönen Saal. Ringsum an den Wänden hingen Porträts. Neben den großen Kachelofen standen große chinesische Vasen mit Löwen auf dem Deckel. Hier gab es Schaukelstühle, seidene Sofas, große Tische voller Bilderbücher und Spielzeug für 100 mal 100 Reichstaler. Das sagten jedenfalls die Kinder. Und der Tannenbaum wurde in einen großen Kübel mit Sand gestellt. Aber niemand konnte sehen, dass es ein Kübel war, denn er wurde mit grünem Stoff umhängt und er wurde auf eine große bunte Decke gestellt. Oh, wie der Baum bebte! Was würde nur geschehen? Die Diener und auch die Fräulein gingen herum und schmückten ihn. An einen Zweig hängten sie kleine Netze aus buntem Papier geschnitten. Jedes Netz war mit Zuckerwerk gefüllt. Vergoldete Äpfel und Walnüsse hingen herab, als ob sie daran festgewachsen wären. Und über 100 rote, blaue und weiße Lichtchen wurden an den Zweigen festgesteckt. Puppen, die wie leibhaftige Menschen aussahen. Der Baum hatte so etwas noch nie gesehen, schwebten in dem Grün und zu alleroberst auf der Spitze wurde ein großer Stern aus Rauschgold festgemacht. Es war prächtig, ganz unbeschreiblich prächtig. Heute Abend, sagten sie alle, heute Abend wird er strahlen. Oh, dachte der Baum, wäre es doch Abend, wären bloß die Lichter bald angezündet. Und was dann wohl geschieht? Ob dann Bäume aus dem Wald kommen und mich betrachten? Ob die Sperlinge an der Scheibe vorbeifliegen? Ob ich hier anwachse und Winter und Sommer geputzt stehe? Oh ja, der sollte was erleben. Aber ihm war so richtig die Rinde weh vor lauter Sehnsucht. Und Rindenweh ist ebenso schlimm für einen Baum wie Kopfweh für uns andere. Jetzt wurden die Lichter angezündet. Welch ein Glanz, welch eine Pracht. Der Baum bebte davon an allen Zweigen, so dass eins von den Lichtern das Grün ansteckte. Es brannte richtig. Hilfe, Himmel, hilf, schrien die Fräulein und löschten in aller Eile. Nun getraute der Baum sich nicht einmal zu beben. Oh, es war schrecklich. Er hatte große Angst, etwas von all seinem Prunk zu verlieren. Er stand ganz benommen in dem Glanz. Und nun gingen die Flügeltüren auf und eine Menge Kinder stürzte herein, als wollten sie den ganzen Baum umkippen. Die älteren Leute kamen bedächtig hinterdrein. Die Kleinen standen ganz stumm, aber nur einen Augenblick, dann jubelten sie wieder, dass es halte,
Sie tanzten um den Baum und ein Geschenk nach dem anderen wurde heruntergeholt. »Was tun sie wohl?« dachte der Baum. »Was wird geschehen?« Und die Lichter brannten bis auf die Zweige herunter. Und der Reihe nach, wie sie heruntergebrannt, blies man sie aus. Und dann wurde den Kindern erlaubt, den Baum zu plündern. Ach, sie stürzten sich auf ihn, dass es in allen Zweigen knackte. Wäre er nicht an der Spitze und dem goldenen Stern an der Decke festgemacht gewesen, dann wäre er umgefallen. Die Kinder tanzten mit ihrem prächtigen Spielzeug herum. Niemand sah den Baum an, außer der alten Kinderfrau, die zwischen die Äste schaute. Aber das tat sie nur, um nachzusehen, ob nicht noch eine Feige oder ein Apfel vergessen worden war. »Eine Geschichte! Eine Geschichte!« riefen die Kinder und zogen einen kleinen, dicken Mann zum Baum und er setzte sich darunter. »Weil wir dann nämlich im Grünen sind«, sagte er, »und besonders dem Baum tut es gut, zuzuhören. Aber ich erzähle nur eine Geschichte. Wollt ihr die von Ive de Avede hören oder die von Klumpe Dumpe, der die Treppen herunterfiel und trotzdem auf den Thron kam und die Prinzessin erhielt?« »Ive de Avede«, schrien einige. »Klumpe Dumpe«, schrien andere. Es war ein Rufen und Schreien. Nur der Tannenbaum schwieg ganz still und dachte, »Soll ich gar nicht dabei sein? Gar nichts tun?« Er war ja mit dabei gewesen, hatte getan, was er tun sollte. Und der Mann erzählte von Klumpe Dumpe, der die Treppe herunterfiel und doch auf den Thron kam und die Prinzessin erhielt. Und die Kinder klatschten in die Hände und riefen, »Erzähle, erzähle!« Sie wollten auch Ive de Avede hören, aber sie bekamen nur die von Klumpe Dumpe. Der Tannenbaum stand ganz still und nachdenklich da. Nie hatten die Vögel draußen im Wald dergleichen erzählt. Klumpe Dumpe fiel die Treppe hinunter und bekam die Prinzessin. »Ja, ja, so geht es in der Welt zu«, dachte der Tannenbaum und glaubte, es sei wahr, weil der Mann, der es erzählte, so nett war. »Ja, ja, wer kann es wissen? Vielleicht falle ich auch die Treppe hinunter und bekomme eine Prinzessin.« Und er freute sich darauf, am nächsten Tag mit Lichtern und Spielzeug, Gold und Früchten geputzt zu werden. »Morgen werde ich nicht zittern«, dachte er. »Ich werde mich so recht all meiner Herrlichkeit erfreuen. Morgen werde ich wieder die Geschichte von Klumpe Dumpe hören und vielleicht die von Ive de Avede.« Und der Baum stand die ganze Nacht still und nachdenklich da.